Jo, hi Leute. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe da einfach Twitch Super Mario 3D World gezockt und muss echt sagen, dass ich Super Mario 3D World echt mag. Was ich zum Beispiel bei dem Spiel mega gut finde, ist einfach, dass halt für mich der Anfang und der Mitte der Teil vom Spiel einigermaßen echt gut machbar ist und dann halt gegen Ende des Spiels echt einige Level auftauchen, die halt echt schwer sind in meinen Augen. Und das mag ich sehr an dem Spiel. Das Moveset in Super Mario 3D World mag ich auch sehr und an einigen Stellen finde ich dieses Spiel mega schön gemacht. Und ich mag es zum Beispiel sehr, dass es einfach in diesem Spiel ein Zelda Easter Egg gibt. Es gibt sogar ein Level in dem Spiel, was aus Süßigkeiten aufgebaut wurde und ich hatte, währenddessen ich dieses Spiel gespielt habe, richtig Hunger. Ich habe Super Mario 3D World an einem Tag halt bei dem Stream durchgezockt und als ich dann bei dem Level ankam, hatte ich richtig Hunger. Und dass einfach ein Level von Super Mario 3D World erschafft, dass ich richtig Hunger bekomme oder Schmacht bekomme auf Kekse, das ist einfach der Wahnsinn. Insgesamt mag ich Super Mario 3D World sehr und ich erinnere mich noch, recht nahe am Release von Super Mario 3D World habe ich es auch mal mit Kollegen gezockt und das zu viert. Und das war mega spaßig, als wir dann zu viert Super Mario 3D World gezockt haben. Ich möchte doch jetzt ein Level zeigen, was echt nicht leicht war, als ich es gezockt habe. Und ich bin mega froh darüber, dass ich genau dieses Level halt im First Try geschafft habe. Und es gab echt viele knappe Momente, als ich dieses Level gespielt habe. Die Super Galaxy kommt jetzt. Das ist echt eines der schwereren Level in das Spiel. Und auch cool, dass es hier diese Super Mario Galaxy Gegner gibt. Also dieses Level kann man ja nur mögen. Oh mein Gott, chill mal, what the fuck? What the fuck? Ey! Uff, uff, uff. Nein! Mein Grünstern! Dumm! Nein! Ich bin doch kein Grünstern haben, Mann. Nein, du fick doch Fotz. Shit, Mann. Das Level ist echt anspruchsvoll. Ich mag's. Das sieht assi aus. Uff. Oh mein Gott. Hier dann ist einfach so ein Super Mario Galaxy Easter Egg am Start. Also das ist schon eines meiner Lieblingslevel in dem Spiel, weil es einfach so richtig fordernd ist. Boah, hat echt Spaß bei dem Level. Insgesamt war ich schon skillig unterwegs, als ich dieses Spiel live gezockt habe. Aber dann gab es ein bestimmtes Level, wo ich einfach mega oft gefailt habe. Ne, ohne Witz. Mir nervt nur. Dann machen wir das so. Nein! 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 Fick dich. Wieso gibt's aber hier Bienen? Wieso gibt's hier Bienen? Hä? So ein Mann, was ist das? Komm, deine Mom. Deine Schwester. Oh mein Gott, komm. Jo, Mann! Okay. Bruder, wir haben es aber geschafft! Leute, wir holen jetzt noch schnell den anderen Grünstern nach. Bruder! Ach, Nintendo ist echt noch für Kinder, Leute. Alle Nintendo-Spiele sind so einfach, Mann. Ich kann es gar nicht verstehen, wie man als Erwachsener Nintendo spielen kann, wenn alle Spiele doch so einfach sind. Ja, wir haben endlich jetzt den Checkpoint wieder erreicht. Ja, Mann. Ey, was ist, wieso bist du überhaupt hier in einem Spiel drin, hä? Niemand mag dich, wieso bist du hier drin? Du sorgst so für schlechte Verkaufszahlen. Die ganzen Flamingo-Stoche hier. Ey, ich schwör. So, wir haben jetzt den letzten Grünstein angesammelt. Oh mein Gott, das fühlt sich so gut an, das Level endlich beendet zu haben. Ja, Mann, ich muss das Level nie wieder sehen. Jetzt kommen wir noch zu einem Grünstern, der echt aufwendig und schwer zu bekommen ist. Also ich finde schon, dass dieser Grünstern schon zu einer der Grünsterne gehört, die sehr schwer zu bekommen sind. Aber ich mag, dass das Super Mario 3D World an einigen Situationen echt eine Challenge sein kann. Uff, 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 uff. Nein! Uff! Die Mission ist echt nicht ohne, Mann. Lol, chillt mal hier! Hilfe! Nani! Hilfe, Mann! Ja, ciao. Ja.
Wie ihr gesehen habt, dieser Grünstein ist echt nicht leicht zu bekommen, in meinen Augen. Und viele 3D-Mario-Teile haben am Ende des Spiels ein richtig, richtig schweres Level, was man halt absolvieren kann. Und so ist es auch bei Super Mario 3D World. Und dieses schwere Level heißt The Weg der Champions. Jetzt wird's Zeit für The Weg der Champions. The Weg der Champions ist echt nicht leicht. Das ist das schwerste Level in Super Mario 3D World. Aber ja, mal schauen, wie ich mich hier anstellen werde. Oh mein Gott! Ich bin jetzt hier, Leute. Jetzt gehen wir ab. Das ist einfach krank, diese Passage. Uff! Du musst doch springen! Leute, ich bin wieder da! Und das ist Renner tot! Ja, Mann! Okay. Leute, was geht ab? Hilfe, Hilfe. Nein, nein! Ich hab Angst. Ich hab echt fett Angst jetzt hier. Oh, shit! Fick der Wutz! Oh. Es ist wieder soweit. Ja, chill! Wow, ich bin wieder back! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, 4000 Dinge am Boden! Ja, tun wir das so! Ich bin als großer Tod an dieser Stelle angelangt! Ja, Mann, bitte, ich will es schaffen! Das war so cool! LOL! LOL! So, jetzt gönn dir die scheiß Bitches-Dinger hier! Komm! Ich bin mit der Back am Start, wie man sieht. Und das komplett angespannt. Oh nein! Moin? Moin! Okay. Kacke, fick der Futz! Fick der Futz, fick der Futz, fick der Futz, fick der Futz, fick der Futz! Jo! Ihr Füß, das ist mein Run, Run! Mein Run! Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft! Endlich! Ich hab's endlich geschafft, Mann! Di 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 di.